mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Eure Befehle? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Wir marschieren weiter! Hebt die Belagerung auf! Stellt Wache! Ja! Abrücken! Heute gehen wir nicht weiter, mein König! Eure Befehle? Wir reisen morgen weiter! Wir errichten hier ein Nachtlager. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Befehle, Herr? Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich. Stellt Wachen auf. Wir machen hier Rast, Männer. Befehle, Herr? Ja, Herr. Morgen marschieren wir weiter. Marschiere stolzen Herzens in die Schlacht, Herr! Der Feind ist besiegt! Wir sind die Sieger! Ja, mein Herr, greife den Feind an! Der Feind ist besiegt! Wir sind die Sieger! Unsere Truppen sind gut versteckt, mein Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr.
Eine neue Plage zieht über das Land. Der schwarze Tod reitet mit dem Wind und tötet alles, was atmet, in wenigen Tagen. Welch schreckliche Verbrechen hat die Menschheit gegen Gott begangen, dass die Strafe der Welt so schwer ist? Wohin geht es? Ja! Mein Herr? Führen die Flotten zusammen, mein Herr! Beneidet ihr den Feind? Ja, Herr! Führen die... Ja! Es ist mir eine Ehre, euch zu... Ja! Führen die Armeen zusammen! Wie kann ich dienen? Wer widersetzt sich dem... Wie ihr wollt. Ich predige bis in die Morgenstunden, mein Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich! Eure Befehle? Abrücken! Ja! Mein König! Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Verbinden die Truppen!
ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Vorwärts! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ich spreche im Namen meines Herrn und meines Volkes. Sehr weise und großzügig. Ausgezeichnet. Was schlagt ihr sonst noch vor? Ich sehe kein wirkliches Problem. Abgemacht. Auf Wiedersehen, mein Herr. Es war mir ein Vergnügen. Senkt eure Schwerter und hört uns bitte an. Eure Zustimmung zeigt, dass ihr sowohl weise als auch großzügig seid. Lebt wohl, es war uns eine Freude. Ich bin Gottes Diener. Ihr wünscht die Hilfe der Kirche, mein Herr? Sie sollen den ketzerischen Schmutz nicht länger verbreiten. Wie kann ich dienen? Hat dieser Ketzer ein... Ich bin Gottes Diener. Wie ihr wollt. Wie kann ich dienen?
Ihr wünscht die Hilfe der Kirche, mein Herr? Sie sollen den ketzerischen Schmutz nicht länger verbreiten. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König! Ja! 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 Natürlich! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Mein König! Eure Befehle? Mein König! Eure Befehle? Mein König! Bilden eine Streitmacht! Eure Befehle? Wir errichten hier ein Nachtlager! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich! Mein König! Eure Befehle? Mein König! Männer, marschiert! Führen die Armeen zusammen! Eure Befehle? Mein König! Mein König! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Zu euren Diensten. Ich werde bis morgen früh ruhen. Bäume sind perfekt für einen Hinterhalt, Herr. Euch sollte man für eure Ketzerei den Prozess machen.
Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Ja, mein König, belagere den Feind! Gott hat uns den Sieg gebracht! Diese Länder haben wir ehrlich errungen! Sieg! Eure Befehle? Ja! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König! Männer, marschiert! Wir errichten hier ein Nachtlager. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich! Eure Befehle? Bilden eine Streitmacht! Ja! Vorwärts! Verbinden die Truppen! Eure Befehle? Marschiert los! Mein König! Männer, marschiert! Wir errichten hier ein Nachtlager! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Natürlich! Wir errichten hier ein Nachtlager! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein Herr? Ja, Kapitän. Ja! Zu euren Diensten. Ich bin fertig für heute, mein Herr. Zu euren Diensten. Errichte eine Handelsroute. Zu euren Diensten. Ja, ich werde mit dieser Ressource handeln. Zu euren Diensten. Ich werde bis morgen früh ruhen. Zu euren Diensten. Ich bin Gottes Diener. Wer widersetzt sich dem göttlichen Mandat? Möge Gott die Unreinen entlarven. Wie kann ich dienen? Ich bin Gottes Diener.
stehe zu Diensten. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Führe die Armeen zusammen, mein König. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken, bringt keine Ehre. Morgen geht die Reise weiter. Stärke, Ehre und Sieg! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König! Eure Befehle? Ja! Männer, marschiert! Bilden eine Streitmacht! Eure Befehle? Eure Befehle? Führen die Armeen zusammen! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Stellt Wachen auf! Wir machen hier Rast, Männer! Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten! Natürlich! Ja! Abrücken! Mein König! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Mein König! Natürlich! Eure Befehle? Männer, marschiert! Verbinden, ja! Vorwärts! Eure Befehle? Ja! Führen die Armeen zusammen! Wie lautet euer Befehl? Edler Feind, ihr solltet uns fürchten! Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind sie erledigt! Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. Sie sind zerschmettert. Wir haben gesiegt. Mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Eure Befehle? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Dort können wir nicht hin, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr.
Wie kann ich helfen, mein Herr? Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Zu euren Diensten. Morgen setze ich meine Reise fort.
Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Zu euren Diensten. Es geht weiter. Errichte eine Handelsroute. Eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Gott hat uns den Sieg gebracht! Mut und Ehre! Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt.
Natürlich. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken, bringt keine Ehre. Seid gegrüßt, edler Herr. Ich habe etwas mit euch zu besprechen. Hervorragend! Ihr habt mein Volk heute sehr glücklich gemacht. Noch etwas genauso Sinnvolles, hoffe ich? Das war ein guter Tag für unsere Völker. Lebt wohl! Ehre, euch zu dienen, Herr. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken, bringt keine Ehre. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Zu euren Diensten. Ich bin fertig. Zu euren Diensten. Es geht weiter. Ich werde bis morgen früh ruhen.
stehe zu Diensten. Aber natürlich, mein Herr. Morgen geht die Reise weiter. Morgen geht die Reise weiter. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Führe die Armeen zusammen, mein König. Ja? Ich bewege mich leise vorwärts. Heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Herr. Falls es noch Zweifler ob der Macht der Kirche gegeben hat, so sind diese beim Anblick des größten Hauses Gottes auf Erden verstummt. Seine Präsenz, in den Himmel ragend, wird die christliche Vormachtstellung im ganzen Land sichern. Thank you.
Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Euer Wille geschehe. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Befehle, Herr? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, mein Herr? Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Oh, edler Herr, wir haben etwas für euch. Schade, aber eure Vorsicht zeugt von Weisheit. Soll ich weiter zuhören? Genug davon für heute. Nun gut, Ma Salama. Wie lautet euer Befehl? Es ist mir eine Ehre, Herr. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Gott hat uns den Sieg gebracht. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es
Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Mein König! Ja! Eure Befehle? Mein König! Ja! Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Mein König! Eure Befehle? Ja! Bilden eine Streitmacht! Natürlich! Stellt Wachen auf! Wir machen hier Rast, Männer! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Mein König! Eure Befehle? Mein König! Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Mein König! Eure Befehle? Ja! Eure Befehle? Ja! Mein König! Eure Befehle? Mein König! Ja! Eure Befehle? Ja! Mein König! Eure Befehle? Mein König! Ja! Mein König! Ja! Eure Befehle? Mein König! Verbinden die Truppen! Natürlich! Morgen früh rücken wir weiter vor, Männer! Wie kann ich helfen, mein Herr? Morgen geht die Reise weiter. Seid gegrüßt. Unsere Völker haben etwas zu bereden. Es ist natürlich eure eigene Entscheidung. Ihr habt weitere Vorschläge? Wir hören zu. Reden wir nicht mehr darüber. Bis zum nächsten Mal.
Herr? Ich mache morgen weiter. Ich kannte unsere Völker. Ja, mein Herr? Denkt ihr etwa, wir wären froh, euch zu sehen? Wie könnt ihr so etwas vorschlagen? Niemals. Heute hat die Diplomatie versagt. Ja, ich werde mit Ihrem Repräsentanten reden. Morgen geht die Reise weiter. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in... Ehre und Stärke! Wir haben gesiegt! Ja. Wie kann ich dienen? Ihr wünscht die Hilfe der Ja. Ja, Herr. Ich bin Gottes Diener. Hat dieser Ketzer einen Namen?
Ich stelle sie vor Gericht, aber Gott wird urteilen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich! Stellt Wachen auf! Wir machen hier Rast, Männer! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Abrücken! Wir reisen! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Zu euren Diensten. Morgen setze ich meine Reise fort. Zu euren Diensten. Ja, ich werde mit dieser Ressource handeln.
Nachdem der Terror der mongolischen Invasion überstanden war, glaubte niemand, dass sich aus dem Osten eine ernsthafte Gefahr erheben könnte. Timur der Lame, ein mächtiger Kriegsherr aus Transoxanien, stand jedoch plötzlich an den östlichen Grenzen unserer Landkarten und mit ihm ein Vermächtnis an Eroberungen, das nicht ignoriert werden kann. Nach der Eroberung Persiens und des fernen Indiens wird Timur mit Sicherheit etwas Exotisches mitbringen, um es den westlichen Völkern zu zeigen. Etwas, an das sie sich immer erinnern werden, solange sie leben. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein Herr? Ja! Wie ihr wünscht, Kapitän. Werft den Anker. Mein Herr? Segel setzen! Wie ihr wünscht, Kapitän. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Unsere Truppen gehen an Land, mein Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, mein König! Ja! Männer, marschiert! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König! Ja, vorwärts! Wir errichten hier ein Nachtlager! Wohin geht es? Zu euren Diensten. Thank you.
Zu euren Diensten. Errichte eine Handelsroute. Zu euren Diensten.